Ich glaube, der franziskanische Grundkurs ist ein super Mix, einfach ein Allrounder. Das heißt, es ist nicht nur Spirituelles, es ist nicht nur Spielen und Spaß, es ist eine gute Mischung. Und es soll ein bisschen den Spirit der Franziskaner weitertragen. Es sind immer verschiedene Aktivitäten, sei es sportlich, sei es spielerisch, beziehungsweise es sind natürlich auch immer geistliche Impulse dabei. Es soll vermittelt werden, der franziskanische Glaube, also man lernt über das Leben des heiligen Franziskus, und gleichzeitig soll aber auch beigebracht werden, welche Aktivitäten man mit Kindern und Jugendlichen machen kann. Also ein Fixpunkt beim Grundkurs sind die Werke der Barmherzigkeit. Das wird immer an einem Tag gemacht, in irgendeinem Vormittag oder Nachmittag. Da fährt man dann einfach beispielsweise ins Altersheim, auf die Wachkommastation sind wir ein paar Mal gefahren, und dort wird auch gesungen und mit den Menschen halt gebetet auch. Beziehungsweise es werden einfach, wir sind jetzt zu Allerheiligen, sind wir an einen Friedhof gefahren und haben dort Gräber, die leer gestanden sind, haben wir Kerzen aufgestellt. Das heißt, man versucht einfach, was für andere Menschen zu tun. Also das Gemeinschaftsgefühl bei den Grundkursen ist sehr groß, weil die Leute aus verschiedensten Bereichen kommen. Manche haben einen größeren christlichen Hintergrund, manche wissen nur gar nicht so viel vom Glauben. Aber das wird einfach eine Gemeinschaft, weil das Franziskanische wirklich inspiriert.